Hallo! Spieletastische Grüße, herzlich willkommen zu unserem 500 Abonnenten Juhu, wir sind Suppi-Video. ja, also ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Wir betreiben ja den spieletastisch.de Brettspiel-Online-Shop und genauso haben wir auch noch einen Spielzeugladen, nämlich den Wünschegarten hier bei uns in Schöneich. Und wir haben jetzt eine Menge Unterstützung auch von unseren ganzen Social-Media-Accounts bekommen und wollten uns einfach ganz herzlich dafür bedanken. Und ich habe ja schon mal angekündigt, dass wenn wir die 500 erreichen, dass wir da so eine Verlosung stattfinden lassen. Jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir eine Riesenverlosung. Naja, was heißt Verlosung? Einfach ein Giveaway, wo ihr alle mitmachen könnt. Einfach als Dankeschön für die ganze Unterstützung auf diesen kompletten Social-Media-Kanälen. So. Wir haben 4 Stück davon. Wir haben YouTube, wir haben einen Instagram-Account für Spieletastisch, wir haben einen Facebook-Account Spieletastisch und einen Facebook-Account für den Wünschegarten. Und das sind so diese 4 Kanäle. Und wenn ihr jetzt da überall mitmacht, auf jedem dieser Kanäle, und dann habt ihr quasi nachher eine vierfache Gewinnchance. Allerdings gibt es natürlich maximal bloß einen Preis pro Person zu gewinnen. Also, aber die Gewinnchance erhöht sich, wenn man zumindest überall mitmacht. Also was müsst ihr tun, um zu gewinnen? Auf Instagram und Facebook folgt einfach unserem Account, liked den Beitrag entsprechend und markiert dort 2 eurer Freunde. Und dann dürft ihr noch kommentieren, nämlich welchen Hauptgewinn ihr nachher haben möchtet. Wir haben nachher 2 Hauptgewinne. Einer ist eher im Brettspielbereich und der andere ist im Spielzeug-Kleinkind-Bereich angesiedelt. Und da das vielleicht nicht für alle passt, einfach dazu schreiben, welchen Hauptgewinn ihr haben möchtet. Ich sage es nachher nochmal dazu, welches die Hauptgewinne sind. Einfach, dass ihr da kurz es als Kommentar mit runterschreibt. Auf YouTube einfach unserem Kanal folgen und eben auch entsprechend das Video kommentieren mit dem Hauptgewinn. Und das ist eigentlich schon alles, was ihr machen müsst. Und jetzt drücke ich euch einfach die Daumen und ich zeige mal kurz, oder ich reiche mal kurz die Preise durch. Ich werde gar nicht wahnsinnig viele Worte drüber verlieren. Es sind einfach diverse Spiele. Fangen wir mal mit kleineren an von Amigo. Da haben wir Paranoia, wir haben Lecker Mammut, wir haben 5 Crowns Junior und Flori Vielfraß. Ab 4 Jahren, ab 5 Jahren, ab 6 Jahren und ab 8 Jahren das Ganze. So, dann haben wir noch ein Würfelspielklassiker Quix mit der Bonuserweiterung. Wir haben Würfelland und die Würfelland Europa Erweiterung. Von Huch das kleine Spiel Mopsen mit Möpsen. Ein Riesenpuzzle. Die Puzzleteile sind tatsächlich so groß, dass die Originalgröße 30 Teile, sodass man nachher 62 x 45 cm puzzeln kann. Eine coole Armbrust. Von Dot on Art, mit denen wir früher zusammengearbeitet haben. Das ist, sind so Bilder, die man mit Klebepunkten einfach entsprechend auf ein Poster kleben kann, um dann einfach dieses Motiv rauszubekommen. Den Pinguin, den Löwe und die Rakete. Die gibt es übrigens jeweils 3-mal. Wir haben Puzzle mit dem Motiv Under Falling Skies. Das sind 1000 Teile Puzzle. Under Falling Skies, ein Solo-Brettspiel mit diesem Motiv. Das Herr der Ringe Brettspiel von Kosmos, ab 12 Jahren, 2 bis 5 Spieler, 60 bis 90 Minuten. Wir haben Western Legends von Board Game Box. Das wollten wir eigentlich letztes Jahr 2020 verlosen bei unserem geplanten Spiele-Event im März, das dann auch ausgefallen ist. Das Spiel ist nach wie vor da und das haben wir gedacht, das nutzen wir jetzt einfach hier für die Verlosung. Ist ja so ein Sandbox-Spiel, wo man einfach maximale Freiheit hat. Spiel des Wissens. Ein Wissensspiel ab 8 Jahren. Dann ein 2-Personen-Spiel ab 10 Jahren, Claim Kingdoms.
Nochmal was Kreatives. Das läuft im Vertrieb über Kosmos auch und man kann da einfach vier unterschiedliche Motive zusammenstecken mit solchen Steckteilen. Dann sind da eben entsprechende LEDs dabei und Kabel und dann leuchten die wunderschön. Ein nagelneues, die Insel der Katzen ist ja jetzt wieder verfügbar und bei uns wird eins verlost. Das Kennerspiel des Jahres 2019, Flügelschlag, verlosen wir ebenfalls. Jetzt noch ein paar Spiele, die haben wir letztes Jahr bekommen als Veranstalter eines Spiellokal-Events, das dann ja auch nicht in der Form stattgefunden hat. Ausgestaltet von Hasbro. Cluedo, Mogeln und Mauscheln, Monopoly für schlechte Verlierer, Monopoly, Banking, Cashback und Monopoly Star Wars. Ich hoffe, die waren jetzt alle richtig rum. Wer Fan davon ist, ich bin es nicht, aber gut. Das englische Pendulum, das ist die nummerierte Erstauflage, Nummer 6055 von 12.000. Wir haben immer noch wahnsinnig viel übrig. Das Spiel erfreut sich wohl nicht allzu großer Beliebtheit. Es ist die englische Variante. Ich muss es tatsächlich noch ausprobieren. Ich bin eigentlich immer noch nach wie vor sehr gespannt drauf. Aber wir verlosen es einfach mal wieder eins. So, und jetzt kommen wir zu den angekündigten Hauptgewinnen. Also lasst uns einfach wissen, schreibt einfach in diese Kommentare, welchen dieser beiden Hauptgewinne ihr bevorzugt. Ein 10 Kilo schweres Gloomhaven. Das ist die deutsche Ausgabe davon, ab 14 Jahren. Das ist ja das epische Kampagnenspiel, ich glaube mit über 100 Stunden Spielzeit, die man damit verbringen kann. Man braucht eine feste Gruppe am besten, um das Ganze entsprechend durchzuspielen. Und ich glaube, dass es nicht viele bisher geschafft haben. Das ist der Brettspiel-Hauptgewinn. So, und wie angekündigt, für die Kleinkinder aus dem Spielzeugbereich haben wir einen tollen Lauflernwagen von der Firma Nick. Die kommen ja hier aus Baden-Württemberg, machen hochwertige Holzspielsachen und genau, da haben wir jetzt noch diesen wunderbaren Lauflernwagen zum Verlosen. So, das waren auch alle unsere Preise. Also wie gesagt, ach, ich stelle den anderen nochmal dazu. Sieht man mich noch? Hallo! Also, wie gesagt, auf Instagram und Facebook unserem Account folgen, den Beitrag liken und zwei Freunde markieren und uns dann wissen lassen, ob ihr, wenn ihr den Hauptpreis gewinnt, lieber einen Gloomhaven haben möchtet oder lieber einen Lauflernwagen. Und auf YouTube unserem Kanal folgen, kommentieren und dann noch kommentieren, welchen Hauptgewinn ihr haben möchtet. Und das war's. Also ihr könnt bis zu viermal teilnehmen, erhöht damit einfach eure Gewinnchance. Es gibt maximal einen Preis pro Person und ja, dann wünsche ich euch viel Glück und hoffe, die Gewinne treffen euren Geschmack und wir sehen uns dann demnächst hier auf dem Kanal wieder. Bis dann, tschüss!